Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei einer weiteren Mod-Vorstellung mit dem lieben Andreas. Hallo Andreas. Hallo Mario, hallo Zuschauer. Und Matthias ist da. Hallo. Hallo. So, und zwar wie folgt mit einer Mod-Vorstellung von einem wieder anderen HOT-Mitglied. Den kennt ihr aus dem LS19. Da war er noch nicht HOT-Mitglied, ist aber adaptiert worden. Ne? Adoptiert vielleicht sogar. Der Remraf, der Stefan. Grüße an Stefan und vielen Dank, dass du die Mods wiederbringst. Freue mich sehr drüber. Und so viel sei gesagt, liebe Zuschauer, das, was wir euch jetzt zeigen, ihr habt ja gesehen im Thumbnail, das sind Gabelstapler. Eine davon wird eine Funktion in der Zukunft nochmal extra begleiten. Also alle könnt ihr gut nutzen, aber mehr sage ich auch nicht. Also ladet euch das runter und selbst wenn ihr den Gabelstapler gerade gar nicht braucht, ne, legt euch das auf jeden Fall in euer Fach. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Gabelstapler an. So, wer kauft denn die hier? Ich kauf mal. Ich mach mal den Käufer. Ja, mach du mal den Käufer. Alle kaufen oder erstmal alle? Alle. Top. Oh, Andreas, du musst doch auch mal ein bisschen in Design-Konfiguration spielen. Nein, muss ich nicht. Oh. Du hast gesagt, wer kauft. Habe ich in Design-Konfiguration gespielt. Na gut. Habe ich es richtig gemacht, ich weiß. Sehr gut. Also, meine Lieben, es gibt hier Linde Gabelstapler, ne, die hatten wir schon. Es gibt die in der E-Version, in der Diesel-Version. Und es gibt den etwas kleiner. Seht ihr übrigens hier, da sieht man im direkten Vergleich. Also das rechts hier sind die beiden. Ich glaube, das hier ist die E-Version, wenn ich das richtig habe. Müsste, glaube ich. Ach ja, hier ist auf jeden Fall eine Steckdose hinten. Das ist die E-Version, damit der Steckdose da. Die sind etwas höher mit der Gabel, das seht ihr auch. Und der kleinere hier, das ist eben der, was ist das? H30, ne? H30, genau. Genau, der ist eben für engere Räume gedacht. Da könnt ihr auch mal in so einen Container hinten mit reinfahren. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Und diese drei Stapler bringen entsprechend hier dieses Toolset mit. Seht ihr, sieht etwas anders aus als üblich. Das ist kein Frontladerwerkzeug oder sowas, sondern wird wirklich hier an diese Schienen aufgehängt. Ich glaube, dass, wenn ich das richtig habe, ist das auch relativ realistisch, dass die so angebracht sind. Ja, und hier gibt es entsprechend nochmal eine Klappschaufel dafür. Und ich würde sagen, wir setzen uns da mal rein und machen da was ran, oder? So, können wir machen. Ich nehme mit meinem kleinen Elektro mal die kleine Gabel. Ja, ich glaube, ich nehme mal mit dem großen Diesel die Schaufel, wa? Ja, genau, du hast den Diesel, dann nimmst du mal die Schaufel, genau. So, und hier seht ihr natürlich die entsprechende Funktion. Ne? Also Gabel könnt ihr aufnehmen, ist ganz normal wie sonst auch. Dann habt ihr die Funktion natürlich des Verschiebens hier. Und ansonsten die üblichen Gabelstapler-Funktionen, die kennt man ja. Ne? Funktioniert wunderbar. Ich sehe hier gerade, das hat Giants immer noch nicht so hundertprozentig behoben, ne? mit den Tools attached, oder? Dass man ja da immer noch so eine leichte Bewegung drin hat. Das hat mit den Animationen zu tun, oder? Ja. Man könnte auch mit Thatcher liegen und muss ich nochmal mit dem Stefan reden. Ja. Hat eine Idee zugekommen, aber. Gut. Also, kurze Gabel, Schaufel, wie viel geht in die Schaufel rein? Weiß ich nicht. Andreas. Ja, du, ist ja nicht mein Mod. Komm, ich kauf mal. Darf ich kaufen? 2.500 Liter passen da rein. Darf ich was kaufen? Ja, bestimmt, oder? Darfst immer kaufen. 2.500 Liter passen da rein. Darfst sicher kaufen. Ja, ich will mal eben ein paar Paletten kaufen oder sowas. Also man soll ja auch sehen, dass was funktioniert. Hier, wir kaufen. Ach, guck mal hier. Können, das ist ja großartig. Man kann ja mittlerweile die Anzahl bestimmen. Ja. So. Vielleicht kann Matthias mal mit dem Großen hier runterfahren und mal gucken, wie viele Paletten du da mitkriegst. Ja, ich versuch's mal. So,
So, also ich kann zwei Paletten fahren. Natürlich nicht dafür gedacht ursprünglich, aber es geht. Ihr seht, Gewicht nimmt er auch entsprechend mit. Ne? Da fängt er auch jetzt nicht an zu wabbeln, obwohl es der kleinere ist. Aber das funktioniert an der Stelle schon. Wie viel hast du gesagt, geht in die Schaufel rein, Andreas? 2500 Liter. Ah ja, geht ja schon auch ein ich bisschen Ich kann zwei rein. Hintereinander aufnehmen, kein Problem. Genau, und zwei nebeneinander. Also hier die vier. Ja, wäre bestimmt gegangen, wenn er so reingefahren wäre wie du. Ich würde nur sehen, ob er das vom Gewicht her hinkriegt oder ob der vorne rüberkippt. Darf auch mal ein bisschen gucken, was er so, ne? Wenn Hirschfeld testet, dann geht. Wenn Hirschfeld testet, geht die immer ans Limit. Ich muss ja. Hab ich Angst. Jetzt hast du Angst. Du musst auf die Seite gehen. Also ich behaupte, mit vier Paletten müsste der beinahe vorne rüber gehen. Das kann der eigentlich fast nicht mitnehmen. Du musst ihn ein bisschen anheben, dann geht es allein vielleicht leichter über den Boden. Guck mal. Ja. Muss ich von oben, ja, weil du zu tief jetzt im Boden hängst wahrscheinlich. Aber ich schieb mal einmal gegen. So, bitte. Das hat deine Fahrt auch verloren. Ja, dann kannst du ja umladen jetzt. Na guck mal, warte, aber guck dir mal an. Der nimmt dir aber ordentlich mit, oder? Geht aber nicht. Gib dir mal nach vorne ein bisschen. Auch jetzt. Krass. Okay, also liebe Zuschauer, der steht, ne? Oben bin fest auf dem Boden, guckt euch das an hier. Der Hammer. Wackeln tut er schon. Ja, ein bisschen wackeln, aber für vier Paletten. Hat ja schon eine weniger. Aber vier Paletten da oben drauf, das ist aber schon der Hammer. Das ist schon ein bisschen Gewicht da oben drauf. Ja, also ihr seht, coole Nummer. Getankt wird der, also ihr wisst ja, im LS19, vielleicht für die, die es noch kennen, da gab es ja eine extra Tankstation, die braucht ihr jetzt natürlich nicht mehr, weil eben Giants ja dafür gesorgt hat, dass es mittlerweile eine Ladestation gibt. Die findet ihr entsprechend im Baumenü. Muss ich gerade gucken, weil die unter den Tools. Hier ist die. Genau. Ach so, im Händlerbereich darf ich nicht kaufen, nicht bauen. Aber hier könnt ihr hinstellen, da könnt ihr entsprechend an der Ladesäule laden. Ansonsten der andere Gabelstapler natürlich üblicherweise tankbar an der Hot-Tank-Brücke zum Beispiel oder eben der normalen Tankstelle. An der normalen Tankstelle, genau so ist es. Ja, dann lasst uns doch mal eben reingucken in die Geräte, damit ihr das im Shop auch einmal gesehen habt. Gabelstapler offensichtlich. Seht ihr, hier gibt es zwei Versionen, die eben elektrisch funktionieren. Das ist einmal der H40 und der H30, eben für Innenräume, kleine Räume, enge Räume, überall da, wo es eng wird, lohnt sich der H30 Elektro. Ist etwas günstiger zu haben. Ansonsten Diesel- und Elektroversion beinahe gerade auf. Aber der Elektro ist ein bisschen teurer. Dafür natürlich im Verbrauch günstiger. Ne? Strom. Strom kostet nichts, oder? Kostet Strom? Ich habe noch nie Strom getankt. Ich glaube, es ist eine Solarnummer. Ansonsten findet ihr in den Startplan entsprechende Konfigurationen. Da seht ihr, entsprechende Reifenkonfigurationen sind möglich. Ne, da bewegt sich der Stapler auch so ein bisschen dabei. Das sieht so ein bisschen aus, als wären das Schubkarrenreifen hinten bei Michelin. Die auch. ist doch so. Dann, also die Varianten, auch wenn es hier als Standardvariante gibt, aber die gibt es natürlich nur in der Standardvariante. Dann gibt es die Logo-Varianten, ne, die einzig wahre. Dann noch zwei weitere. Ich habe nicht gesagt, welches die einzig wahre ist. Das Linderot, natürlich könnt ihr als Hauptfarbe auswählen. Eine Designfarbe ist entsprechend. Ja, wir können das mal eben machen. Natürlich, so. Natürlich ist auch ein Logo von Hot drinnen. Das ist ein Hot-Gerät. Ja, also ich habe doch Hot Design hier schon. Habe ich doch schon gerade dran.
Ich habe, glaube ich, sogar ein relativ cooles Design gerade gefunden mit der Designfarbe dabei. Und natürlich Kennzeichen könnt ihr auch auswählen, wenn ihr das denn entsprechend wollt. Habt ihr auch schon gesehen, auf den Dingen steht grundsätzlich Hot drauf. Ich kaufe den mal, Andreas. Ja, mach mal. Dann siehst du mal, in der Kombination ist der eigentlich sogar ganz cool für Hot. Ich finde, der passt sogar so ganz gut. Also im Shop sieht er auf jeden Fall gut aus. Nee. Doch. Nein, genau euer Ding. Nein, das Rot hinten passt ja schon wieder nicht. Ja, ist halt das, genauso viel Wert drauf wie der Herr Hirschfeld. Ja, ist halt das Linde-Rot, ne? Ja. So, ansonsten seht ihr natürlich bei dem Linde H40 Diesel-Version, da gibt es natürlich entsprechende Luftauslässe für die Motorisierung. Und ansonsten mit ähnlicher Funktion, da brauchen wir jetzt nicht die ganze Zeit hier alles durchklickern, seht ihr an der Stelle, das könnt ihr euch selber nochmal angucken und eben beim Kleinen auch nochmal genauso. Ansonsten finde ich immer noch schön zu erwähnen für die, die sie nicht, womöglich nicht kann. Ich finde, die ist super, Andreas. Wenn dir gefällt, kannst du ihn ja in der Farbe fahren. Ich fahre ihn in der Farbe nicht. Musst du auch nicht, ich kümmere mich drum. So, und das hier fand ich immer ganz schön, dass die Handbewegung bzw. der Joystick entsprechend mitbewegt, egal was man hier gerade macht. Ne, rechts, links, also das sieht man direkt, wenn man mit einem Joystick arbeitet, dann macht ihr eben hier das Gleiche und das finde ich irgendwie ganz cool. Ne, die ansonsten Bewegung im Innenraum auch entsprechend da. Also das Pedal bewegt sich, Lenkrad, alles wunderbar. Ja, mit haben wir noch zu sagen? Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich glaube, grob haben wir alles durch. Meine Lieben, mehr gibt es nicht zu sagen. Ne? Mit diesem Video kommt der Download natürlich auf hot-hq.de. Link in der Videobeschreibung. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Einfach draufgehen, kostenlos registrieren, falls ihr das nicht seid. Und den Gabelstapler herunterladen und, ja, was soll man nur sagen, glücklich sein. Dann lasst dem Remraf, dem Stefan, einen netten Kommentar unter dem Video da, dass der Linde-Stapler wieder da ist. Ich denke, da werden sich einige von euch drüber freuen. Ich auch. Und ja, natürlich ein Däumchen für die Mod-Vorstellung. Ansonsten sagen wir noch Tschüss, wie wir hier da stehen. Tschüss. Und auch von mir alles Gute, bye bye und Ade.